Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer leckeren Ausgabe von HWK TV. Heute verzaubern wir Sie mit kulinarischen Sommergenüssen aus den Nahrungsmittelhandwerken. Ob Fleischer, Bäcker, Konditoren oder Melzer und Brauer, jeder bietet in seinem Handwerk Spitzenprodukte, die schmecken. Heute stellen wir Ihnen verschiedene Branchen vor und laden Sie zu einem Besuch hinter den Kulissen ein. Wie entsteht unser Brot? Wie und wo wird sein Mehl gemahlen? Woher stammt das Fleisch? Und wie entstehen Wurstwaren? Tja, und schließlich bei dem Thema Speiseeis läuft uns das Wasser im Munde zusammen, wenn man sieht, wie es durch handwerkliche Konditorenhände entsteht. Viel Spaß bei einer Sommersendung, die den ein oder anderen Tipp bereithält, mit dem Sie Ihre Grillparty einmal ganz anders gestalten können. Die Grillparty einmal anders gestalten. Dabei helfen auch die frischen Köstlichkeiten des Bäckerhandwerks, die in diesem Sommer gleich eine ganze Reihe von Variationen bieten. So mit Bärlauch, knackiges Brauerbrot mit Hefeextrakten oder mediterranes Ciabatta. Angebote, die es auch in der Mühlenbäckerei Jung mit Stammsitz in Westerburg gibt. Hier wird noch selbst dank Wasserkraft gemahlen, wird ausschließlich Korn aus kontrolliertem Anbau verarbeitet. 250 Mitarbeiter hat der expandierende Betrieb, unter ihnen 24 Lehrlinge. Für den fachlichen Nachwuchs sorgt das Handwerksunternehmen selbst. Noch haben wir ausreichend Auszubildende, die wir aus den Schulen bekommen, obwohl wir uns bemühen um Qualität der Auszubildenden. Also ein guter Hauptschulabschluss muss schon sein, weil das Bäckerhandwerk auch Anforderungen stellt an die Auszubildenden. Computer bedienen, Rezept umrechnen. Das muss also alles machbar sein. Wir haben insgesamt in der Ausbildung 24 Auszubildenden in den verschiedenen Lehrjahren, wobei 6 in der Produktion sind und 18 sind im Verkauf. Täglich werden im Familienunternehmen, das Rudolf Jung in der dritten Generation führt, rund 5000 Brote und 40.000 Brötchen gebacken. 4 Bäckermeister sowie ein Konditormeister zählt der Betrieb, der über fast 30 Filialen sogar im Frankfurter Raum vertreten ist. Gestern Lehrling, heute Geselle, morgen Meister. Um Ausbildung, Weiterbildung bis hin zur Meisterqualifikation geht es auch in unserem nächsten Betrieb, dem Helinger Hof in Wahlroth. Hier ist eine Doppelmeisterin, Chefin einer Familienfleischerei. Ob die Arbeit im Stall, das Zerlegen des Fleisches bis hin zur weiteren Verarbeitung zu Fleisch- und Wurstwaren, Chefin Franka Schuster ist überall auf dem Helinger Hof zu finden. Unterstützt wird die Doppelmeisterin, sie ist Fleischer- und Bäckermeisterin, durch ihre Familie und 10 Mitarbeiter, darunter ein Lehrling. Wir sind halt ein landwirtschaftlicher Direktvermarktungsbetrieb. Wir haben die Bullen selber im Stall und schlachten die auch selber und haben die eigene Produktion. Wir bauen unser Futter selber an, also Grassilage haben wir jetzt gerade gestern fertig bekommen. Den ersten Schnitt machen Mais und Getreide, auch zum Verkauf Getreide, und halt die Kleinkörner verfüttern wir, damit wir immer gute Fleischqualität in der Theke haben. Schlachten wir selber, machen die ganzen Wurstspezialitäten selber, Grillspezialitäten, jetzt im Sommer ist sehr gefragt. Haben wir tolles Wetter schon zum Einstieg, können wir so richtig loslegen. An 2 Tagen in der Woche wird geschlachtet, an 2 Tagen gebacken. Das Konzept hat Erfolg, denn Kunden kommen sogar aus Köln in den Westerwald und kaufen hier ein. Auch Franka Schuster hat einen Grilltipp für diesen Sommer und schwärmt von der Kombination von Fleisch und Gemüse. Beim Fleisch bietet der Familienbetrieb marinierte und eingelegte Köstlichkeiten, ganz nach Wunsch der Kunden. Wer will, kann sich sein Steak auch gleich auf dem heißen Stein im Laden grillen lassen. Wissen Sie, wie ein Speiseeis beim Konditor entsteht? Nicht nur nach altem Brauch, sondern auch nach modernsten Rezepten, wie uns Ausbildungsmeister Joachim Schäfer, ebenfalls ein handwerklicher Doppelmeister, in den Werkstätten der überbetrieblichen Ausbildung zeigt. In der Handwerkskammer Koblenz, wo die überbetrieblichen Lehrgänge stattfinden, wird sich mit den Teilnehmern Gedanken gemacht, wie man neue Trends bedienen könnte. Und da alles darauf hinausläuft, bewusster zu leben, ja, fettärmer zu leben, haben wir uns mit den Teilnehmern bei der Handwerkskammer Gedanken gemacht und werden heute ein Speiseeis herstellen, ein Milchspeiseeis ohne Ei. Beginnen wollen wir mit dem Joghurt-Eis.
Zuerst wiegen wir sämtliche Trockenbestandteile ab. Wenn dann alle Zutaten im Kessel sind, wird die Masse mit einem Quirl gut durchpüriert. Das Joghurt-Eis hat jetzt eine 10-minütige Reifung hinter sich. Die Trockenbestandteile sind etwas aufgequollen und jetzt werden wir es in die Eismaschine geben zum Frieren. Nach ca. 8 Minuten ist das Joghurt-Eis dann gefroren und hat eine schöne, sämige Beschaffenheit. Während in der Ausbildungswerkstatt für Konditoren das Speiseeis nach eigener Rezeptur entsteht, kämpfen die Bäckerlehrlinge um gute Prüfungsergebnisse. Schauen wir mal rein in die Gesellenprüfung und zu Dennis Linde. Ich habe die Teiglinge ausgerollt, womit ich gleich meine Pizza fertig mache. Die werde ich gleich noch mit Tomatensauce bestreichen und Salami und Schinken und Käse kommt dann drauf. Und dann wird die dann später in den Ofen geschoben und wird die abgebacken.